Dass das Hamburg-Derby zu einem der brisantesten Begegnungen in ganz Deutschland zählt, sollte jedem klar sein. Seit mehreren Jahren stehen sich nun die Szenen des Hamburger SV und St. Paulis in der zweiten Bundesliga gegenüber, wobei es immer wieder zu Vorfällen kam. So wollen wir heute auf eine Aktion aus dem Jahr 2018 zurückschauen. Nachdem es in den Vorwochen des Spiels immer wieder zu gegenseitigen Graffiti-Attacken kam, sollte sich die Szene der Braun-Weißen etwas ganz Besonderes überlegen. Durch diverse Späher konnte rund zwei Wochen vor dem Spieltag eine Abordnung Pauli-Fans den Choreografie-Vorbereitungsort der HSV-Fanszene ausfindig machen. So kam es an einem Donnerstagabend zum Angriff. Rund 20 vermummte Sportler aus dem Lager Braun-Weiß stürmen die Halle, in welcher rund 6 Hamburg-Ultras noch an der Blockfahne pinseln. Die Hamburger stellen sich trotz aussichtsloser Lage dem Angriffshaufen entgegen. Nachdem ein Großteil der HSV-Anhänger erfolgreich bearbeitet wurde, machen sich die St. Pauli-Anhänger nun an der Choreografie zu schaffen. So werden einzelne Teile der Blockfahne mit Scheren oder Farbeimern zerstört, um die wochenlange Arbeit zunichte zu machen. Anschließend gelingt es den Angreifern, ohne weitere Vorkommnisse wieder zu flüchten. Zwei Hamburger müssen anschließend ins Krankenhaus aufgrund schwerer Körperverletzungen transportiert werden. Auch in den kommenden Tagen wurde es nicht ruhiger. So kam es von beiden Parteien jeweils zu Kiezspaziergängen in die Zonen des jeweiligen Nachbars. Zu einem nennenswerten Aufeinandertreffen sollte es dabei jedoch vorerst nicht kommen. Auch einen Abend nach dem Choreografievorfall marschierten wieder einige Anhänger von Hamburg Blau durch den Kiez von St. Pauli. Rund eine Woche vor dem Spiel sorgten dann HSV-Anhänger für eine Absage eines Konzertes zweier Bands aus dem szenenahen Umfeld des FC St. Pauli. So blockierten Ultras und Hools des HSV den Eingang des Konzertes rund zwei Stunden vor Beginn, um so Beutejagd auf vermeintliche Szenepersonen der Braun-Weißen zu machen. So musste die eintreffende Polizei anschließend das Konzert an diesem Abend aufgrund von einer Gefahrenabwendung schlussendlich absagen. 4 Tage vor dem Derby hingen dann einige unbelehrbare Hamburger menschengroße Strohpuppen an bekannte Hamburger Brücken. Die Puppen wurden mit braun-weißer Farbe verziert, weshalb die Aktion wohl auf das Konto von Hamburg Blau ging. Die Polizei ermittelte wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Auch rund um den Spieltag sollte es nicht langweilig werden, das besprechen wir dann aber in einem anderen Video. Abonniere gerne diesen Kanal für mehr Videos aus Ultra Deutschland.